Der 35-jährige Mohammed O. ist am Samstag gegen 17 Uhr in der Kolbegasse in Wien-Liesing mit seinem Leichtmotorrad unterwegs, als er einem Freund zuwinkt. Dabei übersieht er einen abgestellten LKW und prallt mit voller Wucht dagegen. Mehrere Zeugen eilen sofort zu Hilfe und verständigen die Einsatzkräfte. Aber zu spät. Der Hamburger erliegt seinen Verletzungen. 11 Jahre lang sind das Model und der 35-Jährige ein Paar. 2010 heiraten sie. 5 Jahre später folgt die Trennung. Auch wenn das Paar seit 2 Jahren in Trennung lebt, verliert die hübsche Brünette mit Mohammed eine große Stütze und die Liebe ihres Lebens. Auf ihrem öffentlichen Facebook-Profil hat die 28-Jährige ihr Profilbild schon am Wochenende geschwärzt. Zahlreiche Freunde und Fans bekunden ihr Beileid und hinterlassen aufmunternde Worte. Für Fiona Erdmann ist das bereits die zweite herzzerreißende Todesnachricht innerhalb von kurzer Zeit. Vor einem Jahr verstirbt ihre Mutter an einer schweren Krankheit.